ihr Lieben. Nachdem es gestern wieder etwas später bei mir geworden ist, also circa 6:30, bis ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir gedacht, jetzt muss schnell was zu essen her und ich habe früh im Angebot Kabeljaufilet eingekauft, 2 Stücken, das reicht also dicke für 4 Personen, für uns auf jeden Fall, denn wir sind nicht so die großen Esser und ich wollte euch heute erklären, wie es total einfach ist, mit 2 verschiedenen Gefäßen nur ein leckeres Abendessen zuzubereiten, heute mal ohne Tupper-Gerätschaft, aber es geht trotzdem total einfach. Als erstes nehmt ihr euch einfach eine Auflaufform, wo euer Fisch hineinpasst, das sind ja so längliche Kabeljaustücken. Die legt ihr einfach da rein, vorher ein bisschen Olivenöl rein und dann von beiden Seiten salzen, pfeffern und ein bisschen abgeriebene Zitronenschale darüber geben oder einfach puren Zitronensaft draufträufeln, das ist auch sehr lecker. Dann ganz wichtig, Kräuter nicht vergessen. Ich hatte noch von meinem Pesto, was ich frisch gemacht hatte letzte Woche, etwas übrig, so 2-3 Löffel. Das war Basilikumpesto mit Parmesan und Knoblauch. Da habe ich die letzten 2 Esslöffel genommen und einfach auf dem Kabeljaufilet verteilt. Das müsst ihr aber nicht. Das Wichtige ist, ich hatte von einer Kundin vor 2 Tagen ungefähr 1 Kilo frische Gartentomaten geschenkt bekommen und war jetzt händeringend auf der Suche, wie ich die am besten verarbeite, dass die wirklich auch schnell wegkommen. Für dieses Rezept nehmt ihr einfach kleine Cherrytomaten, so wie ich sie hatte, und viertelt die, legt sie dann einfach auf den Fisch mit oben drauf. Das könnt ihr nehmen, wie viel ihr wollt, also 200, 300 Gramm ist überhaupt kein Thema. Wer mehr will, nimmt natürlich mehr. Ihr könnt dafür auch Avocado nehmen oder anderes Gemüse, ihr müsst nicht Tomaten nehmen. Dann nochmal kräftig alles salzen und pfeffern. Ihr nehmt natürlich auch Basilikum dazu, das bietet sich absolut an und schmeckt total lecker zu Fisch. Also einfach ein paar abgezupfte Basilikumblättchen über den Fisch, alles oben drüber legen. Also es macht wirklich wenig Arbeit. Ein Mozzarella, den hatte ich mir auch früh schon eingekauft, auf den Fisch einfach ein bisschen zerrupfen und drüber und zum Schluss 2 bis 3 Esslöffel Parmesan. Da habe ich ja meistens geriebenen Parmesan da. Ich verlinke euch unten meine ganzen anderen Kochvideos, falls ihr Lust habt, das nachzumachen. Dieses Essen dauert wirklich nur höchstens 10 Minuten in der Zubereitung. Es ist wirklich nichts dabei. So, und dann heizt ihr euren Backofen auf 200 Grad vor und stellt dann alles, also diese Auflaufpfanne oder ich habe halt so eine Edelstahlschüssel, ich blende euch das gleich mal ein, in den Ofen rein. Bei 220 Grad überbacke ich das Ganze ungefähr 15 Minuten. Danach ist das Kabeljaufilet so zart, dass es wirklich mit der Zunge zum Zerdrücken geht. Es ist nicht trocken, es ist durch. Also bei mir dauert es 1/4 Stunde. Das ist natürlich auch abhängig vom Backofen zu Backofen. Meiner ist sehr, sehr gut. Aber ich denke, mit 1/4 Stunde bis 20 Minuten kann man hier nichts verkehrt machen. Ja, und zeitgleich könnt ihr einfach in einem Topf entweder Reis kochen. Es gibt ja jetzt schon diesen Beutel Reis 10 Minuten. Das dauert also nicht mehr wie früher 20 Minuten, sondern ich denke, da reichen 10 Minuten einfach aus. Oder was ich auch gerne nehme, sind Ebli. Das sind sogenannte Getreidekörner. Die blende ich euch auch mal ein hier. Wer das nicht kennt, aber ich denke, das kennt eigentlich jeder. Mittlerweile gibt es die auch im Kochbeutel. Da dauert die Kochzeit auch nur 10 Minuten. Also es ist wirklich total kinderleicht und ihr könnt dieses Essen auch nochmal in der Mikrowelle warm machen, wenn was übrig ist. Man kann das auch lauwarm oder kalt essen. Das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Also probiert es einfach mal aus. Die Zutatenliste verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox. Das ist ein Essen, was wirklich in 10 Minuten zuzubereiten ist. Und auch die Kochzeit dauert nur 1/4 Stunde, dann seid ihr wirklich fertig. Das ist ein Rezept, was ich immer in meinen ganzen Standardrezepten drin habe und gerne benutze, wenn es einfach mal schnell gehen muss, aber trotzdem frisch sein soll. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hatte gestern leider keine Zeit zum Abfilmen, aber ich denke, die Bilder sprechen für sich. Nach 1/4 Stunde ist euer Kabeljaufilet aus dem Ofen mit Basilikum und Käse total lecker, leicht bräunlich, dann ist es genau richtig. Und dann lasst es euch einfach schmecken. Ich finde Ebli dazu passend super, denn Reis ist manchmal ein bisschen trocken. Wir mögen Ebli total gern dazu, aber ihr könnt natürlich auch Kartoffeln dazu essen oder was immer ihr habt. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen Freude an dem Video gehabt habt und vielleicht meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Kathi.